herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist die Saskia mit dabei. Hey. Und in diesem Video wird es um die neuen Überarbeitungen der kompletten Gebiete gehen. Und ja. Genau, wir zeigen euch die neue Erntefeldprovinz sozusagen. Und ich würde sagen, dann legen begeben wir uns hier mal ins Grüntal. Das Grüntal hat sich mit am meisten verändert, würde ich mal sagen. Und zwar, die Bäume sehen einfach komplett anders aus, wie ihr hier schon seht. Und ja, es sind viel weniger Bäume als zuvor, was echt nicht ganz so geil ist, weil, ja, früher war hier echt alles dicht und jetzt sind große Lücken dazwischen. Aber es gibt auch eine neue Hintergrundmusik, die ist sehr schön. Und ja, an sich, die Landschaft ist eigentlich viel besser gestaltet als vorher, nur halt, dass weniger Bäume da sind. Ja, und das andere Problem ist halt, dass man hier ein bisschen rumbackt, aber ja. Genau, das ist halt wie in Nebelfall, wenn man da springt, backt man halt manchmal den Boden, das ist jetzt natürlich auch so. Und es gibt hier noch einige Bäume oder so, die noch in der Luft schweben. Ich kann den einen Baum mal suchen, den ich vorhin gefunden hatte. Den haben wir, glaube ich, gleich da drüben. Und dann zeigen wir euch hier nochmal ein bisschen die Gegend. Und zwar, ja, da haben wir den Baum, der schwebt ein bisschen in der Luft, also, ja. Und bei dem Brennen ist mir aufgefallen, dass noch alte Baumstämme dazwischen waren, die dann in der Luft schweben. Das ist natürlich auch nicht so gut, aber ich hoffe, Starship entfernt das in Zukunft noch. Und Saskia, wie findest du denn das neue Gebiet hier, das Grüntal? So, ich finde es auch relativ schön, bloß halt, wie du schon am Anfang gesagt hast, es sind halt ein bisschen weniger Bäume. Und ja, es ähnelt halt nicht mehr wirklich wie das alte, aber ich finde es eigentlich schon recht schön. Ja, und hier ist eigentlich noch alles da. Die Rennstrecken sind auch noch dieselben Wege wie vorher, nur halt, dass man den Weg jetzt leichter findet in den Rennen, da nicht mehr so viele Büsche und Bäume da sind. Und das Baumhaus ist auch noch da, also das haben die nicht entfernt. Und es gibt überall so coole Pilzkreise, wie man hier zum Beispiel sieht. Also ja, das war das Grüntal und dann gehen wir auch gleich weiter. Jetzt sind wir hier schon auch an der Goldspurfarm und wir reiten jetzt mal Richtung Jalaheim. Rechts sehen wir ein Sonnenblumenfeld, das ist natürlich auch überarbeitet worden. Sieht auf jeden Fall besser aus als zuvor. Finde ich auch. Und hier sieht man auch diese Goldspurmühle. Die Häuser wurden jetzt, glaube ich, noch nicht so überarbeitet, genauso wie in Silvergate. Aber ich glaube, es wird auch in zukünftigen Updates auch noch auf uns zukommen. Genau, Starship hat gesagt, dass die Gebäude im Nachhinein dann später irgendwann überarbeitet werden. In Silverglade sind die meisten Gebäude ja auch noch nicht neu. Und hier vorne haben wir dann auch nochmal die anderen Felder. Die sehen auch sehr cool aus. Und auch die Mauern haben ein sehr schönes Design. Ja. Und... Ja? Sehen ein bisschen so ein klein Ticken realistischer aus und ich finde es auch sehr schön. Genau, und die Felsen, die finde ich hier echt viel besser als in Silverglade. Zum Beispiel die Felsen mit Moos, die wir da gerade gesehen haben, die sehen auch viel schöner aus. So, hier in Jalaheim hat sich noch nicht so viel getan, das war ja auch klar, denn Jalaheim wird genauso wie die anderen Gebäude irgendwann später noch überarbeitet und an den neuen Grafikstil angepasst. Da sind aber auch die Blumen etwas verändert worden, was auch sehr schön aussieht mit den ganzen Bogen und so. Und ich fand allgemein schon so eine schöne Veränderung in Jalaheim, da hier auch viele Blumen hier waren. So, jetzt sind wir auch schon kurz vor der Sandfield Farm und hier rechts, die Felder haben natürlich auch ein neues Design bekommen. Genauso wie der Bereich um die Sandfield Farm, den schauen wir uns gleich genauer nochmal an. Außerdem hat Starsley den Bezirkplatz freigegeben bis zum 11.09. Zwar ohne Questen und ohne die Pferde, die vorher zu kaufen waren, aber da es viele von euch richtig gemocht haben, hat Starsley diesen Platz jetzt auch noch aufgebaut. Also zur Verfügung. Genau, der bleibt jetzt für 2 Wochen. Wir sind jetzt hier bei der Sunfield Farm und hier sieht es sehr leider ziemlich kahl aus, so ohne die Bäume. Aber ja, es ist halt leider schade, weil hier viele Bäume standen. Genau, und hier sieht man nochmal diese neuen Felsen, die mir echt wirklich sehr gut gefallen. Und der Weg hier hoch zu dem Haus ist auf jeden Fall auch ganz cool gemacht. So, hier sind wir jetzt auf der Koppelinsel und ich persönlich finde, dass sie schon echt schön gelungen ist und ja. Genau, und hier vorne, wo das Rennen anfängt, sehen wir gleich, ist der Weg etwas enger geworden. Also wenn ihr hier jetzt das Rennen anfangt, müsst ihr aufpassen bei dem Baum hier. Aber ja, das sollte passen. Und wir werfen jetzt nochmal einen Blick auf den unteren Teil hier vorne. Und zwar haben wir hier unten auch das neue Design und das mit den Felsen und den Häusern, was wir hier gleich sehen, das sieht etwas komisch aus, aber das wird vielleicht mal. Die Häuser wurden hier auch noch nicht überarbeitet, aber wie gesagt, darauf können wir uns in einem späteren Update vielleicht auch freuen. Jetzt begeben wir uns auch schon Richtung Epona. Ja, hier beim Eingang sieht man schon, die Weinreben wurden echt schön bearbeitet. Auch sozusagen ein bisschen besser. Und es ist ein
sehr schönes Update von Star Stable. Genau, die Weinreben gibt es jetzt übrigens auch am Landgut und man kann nicht mehr durch sie durchreiten, sondern man bleibt hängen, wie man hier sieht. Und da hinten auf der alten Sturmfarm sind jetzt nicht mehr die Bäume aus Golden Hills zu sehen. Da waren ja früher diese lilanen Bäume, jetzt sind das auch normale grüne Bäume. Die Fredküste hat sich jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich verändert oder geändert. Ja, also so stark ist hier der Unterschied nicht sichtbar. Aber wenn wir gleich ins Mondsicheldorf kommen, hier links sehen wir auch schon die super schönen Seerosen. Also ich finde die persönlich echt mega schön gemacht. Einmal hier die gelben. Und wenn wir uns davor begeben, gibt es da glaube ich noch weiße Seerosen, wenn ich mich nicht täusche. Und hier rote Seerosen. Also ich persönlich finde die Seerosen. Jetzt sehr kommen schön wir nach vorne, Sigurd. Hier ist es um einiges grüner geworden. Es sind aber auch ein paar viele Büsche, finde ich jetzt so meiner Meinung nach. Genau, hierbei handelt es sich um Rhododendren. Die sind überall in den neuen Gebieten, also in der Erntefeldprovinz jetzt zu finden. Ich persönlich finde die Büsche mega schön gestaltet, aber du hast recht, hier in Vornaseeburg sind glaube ich ein paar zu viele, also da hat Stars eben etwas zu gut von uns gemacht. Hier im Großen Donner haben sich die Gesteinstexturen auch sehr schön geändert, also mir persönlich gefallen die neuen Gesteinstexturen hier auch sehr gut. Und jetzt begeben wir uns nach Fort Maria. In Fort Maria hat sich nicht viel geändert, man kann noch immer noch nicht in die Burg rein, aber... Buck steht jetzt hier. Und zwar ist es der Typ von der Strandparty, der gesagt hat, also der hat James gesucht und irgendwie hat er noch eine Rechnung mit ihm offen. Und da jetzt James nicht mehr die Stallarbeiten und das Rennen in Fort Pinter leitet und Buck jetzt hier steht, liegt die Vermutung nahe, dass wir bald neue Quests mit James zu erwarten haben, wo es dann auch um Bug geht und die dann entweder irgendwo einen Konflikt lösen müssen oder ja, wir werden sehen. Hier links die Sonnenblumenfelder sehen auf jeden Fall auch sehr schön aus. Und jetzt kommen wir nach New Hillcrest. Die Seiten hier in New Hillcrest sehen echt schön aus und mag das Update hier sehr. Und auch die Büsche haben sich hier an den Straßenrändern verändert. Ja, aus. Ja, ich finde das sehr, dass das sehr gut aussieht mit der vielen Begrünung jetzt in New Hillcrest und nicht mehr so wie so eine moderne, asphaltierte Stadt. Sieht halt einladend aus. Genau. Der Hintergarten hier hinter dem Haus hat sich echt schön verändert mit den ganzen Blumen und auch das Sonnenblumenfeld sieht auch sehr schön aus. Am New Hillcrest Strand hat sich jetzt nicht allzu sehr viel getan, das sah vorher eigentlich auch schon eine Weile so aus. Aber dafür haben sich die Sonneninseln um einiges verändert. Jetzt sind wir auch schon auf den Sonneninseln und hier ist das Gras um einiges dunkler geworden, was ich gar nicht so gut finde. Aber ansonsten sehen die Inseln eigentlich gleich aus, da hat sich nicht viel getan, außer ein paar neue Büsche. Viel Sumpf wurde hier jetzt noch nicht wirklich überarbeitet, aber Star Stable hat angekündigt, dass es sehr bald ein Update gibt, weil sie sich für den Spiel-Sumpf mehr Zeit lassen wollen. Genau, da können wir mal gespannt sein, was sie daraus machen und uns in den nächsten Wochen vielleicht auf eine Überarbeitung dann des Spiegelsumpfes freuen. Auf Dew's Farm gefallen mir persönlich die Olivenbäume hier sehr gut. Und hier haben sich eigentlich größtenteils nur die Bäume verändert, aber nichts Besonderes eigentlich. Forerunner Plus passt auch ganz gut zu der neuen Umgebung hier. Als letztes begeben wir uns nun nochmal in die vergessenen Felder. Vergessenen Felder finde ich jetzt persönlich auch sehr schön geupdatet, auch mit den Steinen und hier sind ja auch die Steine noch im Weg. Aber jetzt nicht so im Weg, dass man sagen könnte, man könnte hier nicht mehr durchreiten. Also das sieht schon sehr schön aus. Ja, also ich fand das auch schon immer cool, dass man da Steine im Weg liegen hat, aber zum Glück bleibt man da halt nicht hängen, wenn man ja, in den vergessenen Feldern wirkt jetzt alles auch ein bisschen aufgeweckter mit den neuen Texturen der Bäume und der neuen Büsche. Und auch der Bereich um die schlafende Witwe hier oder den ewigen Baum aus der Story Quest ist auf jeden Fall sehr viel schöner geworden. Nun sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Tour durch die überarbeitete Erntefeldprovinz angekommen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen oder die Glocke aktivieren und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.